Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zu einer neuen Sendung von Israel, Goldberger TV, das sich auch mit Israel befasst. Grundsätzlich ist der Spartensender zuständig für das Leben, die Kultur und die Empfindsamkeit der Juden Europas, ihre Geschicke, ihre Religion, ihre Kultur, das Hintergründige ihrer Biografie interessiert und wie immer steht Israel in einem gewissen Maße praktisch Pate oder sogar im Vordergrund. Deshalb verspreche ich mich regelmäßig und sage Israel TV, aber Sie wissen ja jetzt, um was es geht. Ich bedanke mich ganz herzlich, wenn Sie sich ein Abonnement schenken sozusagen. Das ist gratis, franco, unentgeltlich. Und Sie werden dann, wenn Sie auf die Glocke drücken, regelmäßig informiert, sobald eine neue Sendung eingestellt wird. Heute habe ich das außerordentliche Glück und auch das Vergnügen, mit einer Frau von Rang und Kultur zu sprechen. So eine Art von Grande Dame wie anno dazumal, wobei sie bis heute beruflich tätig ist. Es handelt sich um Frau Ruth Frenk. Sie wohnt physisch in Konstanz im südwestdeutschen Bereich, im Ländle, wenn man das so kann sagen, im badischen Teil von Baden-Württemberg. Um was für eine Biografie es sich handelt, werde ich Ihnen dann enthüllen, sobald wir Ihre neu aufgeschaltete Webseite begutachten. Zunächst begrüße ich Sie ganz, ganz herzlich, Frau Ruth Frenk aus Konstanz, zu einem Hintergrundgespräch über Ihr Leben, eine Art Zeitdokument über die Juden Europas und vor allem Deutschlands, dessen jüdische Gemeinschaft Sie ja schon seit annähernd 50 Jahren beobachten. Frau Ruth Frenk in Konstanz, ich begrüße Sie. Hallo Herr Goldberger, ich freue mich, dass es jetzt klappt, dass wir dieses Gespräch führen können. Ich freue mich gleichfalls, weil manchmal gibt es Dinge wie Terminplanungen und kurzfristige Umstellungen, aber das soll uns ja nicht abhalten, Ihrer Geschichte nachzukommen. Beginnen wir doch mit einem ziemlich klaren Fall, nämlich dem, dass Sie, so wie ich auch, eine Tochter sind. Ich bin ein Sohn von Holocaust-Überlebenden. Die Familie war sehr, sehr beeinträchtigt. Ihre Eltern wurden aus dem holländischen Bereich zwangsdeportiert über Westerbork und landeten schließlich in Bergen-Belsen. Und Ihre Erinnerungen, also die Erinnerungen Ihrer Eltern, haben Sie sehr geprägt. Ist das anhaltend bis heute? Hat das Ihr Leben und wenn ja, in welchem Maße bestimmt? Ja, ob es mich so geprägt hat und ob es mein Leben bestimmt, weiß ich nicht eigentlich. Wir wissen nicht, wie es anders gelaufen wäre, sozusagen. Es sind eine Menge Zufälle, die mich nach Deutschland gebracht haben. Und hier wurde ich natürlich wieder intensiver konfrontiert, wie vorher in meiner Frühjugend in Holland, dann meine Jahre in Genf und vor allem in New York, wo das Thema gar nicht präsent war. Ich habe meine Karriere gemacht mit jüdischen Lieder. Ich bin Vorsitzende von der Deutschen Israelischen Gesellschaft. Das sind jetzt alle Sachen, die mir in Deutschland sozusagen erschienen sind, die mir angeflogen sind, die ich aufgenommen habe. Inwiefern das mit meiner Vergangenheit zu tun hat oder mit meiner Jugend, mit den Eltern, weiß ich nicht. Jetzt inzwischen ist sehr viel mehr bekannt über Phänomenen oder Reaktionen, psychologische Reaktionen von Second Generation, also Kinder von Holocaust-Überlebenden. Da finde ich vieles bei mir, was jetzt anscheinend allgemein ist, was vielen so gegangen ist. Das ist sehr interessant. Ich habe aber eine Schwester, die 2 Jahre jünger ist und die mit diesem Thema gar nichts am Hut hat.
Also vielleicht hat es auch ein bisschen mit meiner Persönlichkeit zu tun. Ist schwierig zu sagen. Ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall, es ist ein Teil Ihrer Biografie und ich möchte gerne auf die konkreten Stationen Ihres Lebens übergehen und erlaube mir vorzulesen, was in Ihrer neu gestalteten Webseite steht, neben diesem wunderschönen, luziden Angesicht Ihr Porträt. Wie gesagt, Sie sind in den Niederlanden geboren und haben studiert an den Universitäten von Amsterdam und Genf. Sie begaben sich nach New York, wo Sie Ihr Gesangsstudium an der Manhattan School of Music abgeschlossen haben. Sie waren Konzertsängerin als Mezzosopran, kehrten dann nach Europa zurück und studierten unter anderem bei der Kammersängerin Erika Köth weiter. Sie leben seit 1974 in Konstanz, das befindet sich am Bodensee. Man sagt ja dem Lake Konstanz auf Englisch oder Bodensee oder Schwäbisches Meer, wenn man es ein bisschen karikieren möchte. Und liegt, wie gesagt, im Südwesten Deutschlands. Es ist eine Universitätsstadt. Ich schätze die Einwohnerschaft auf 85.000 bis 90.000 Einwohner. Es hat auch dort jüdische Gemeinschaften im Übrigen. Sie gaben Konzerte Sonderzahl, sowohl in Deutschland, auch in der Schweiz. Sie waren in Italien zugange und auch in den Niederlanden. Und hier ist noch eine wichtige Spezialisierung. Sie haben die Lieder des jüdischen Volkes studiert und interpretiert und ebenso die Vokalmusik aus Theresienstadt. Und hier haben wir dann vielleicht schon die Verknüpfung auf meine Eingangsfrage. Sie gaben eine CD heraus mit jüdischen Gesängen, die 1990 erschien, und ein Jahr später eine Einspielung, Der letzte Schmetterling. Es handelt sich um Lieder aus Theresienstadt. Sie sind international unterwegs als Gesangspädagogin. Sie gaben auch Masterclasses und Vorträge in Jerusalem, in Salzburg und in der lettischen Hauptstadt Riga. Sie waren Vorstandsmitglied im Bundesverband Deutscher Gesangspädagogen während einiger Jahren und seit knapp 30 Jahren sind Sie die Vorsitzende der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Bodenseeregion und zudem auch im Vorstand der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Konstanz tätig. Natürlich ist das nur, Entschuldigung, ich muss hier das ändern. Natürlich ist das nur eine kleine Auflistung von Lebensstationen, aber beginnen wir einmal mit dem, was Sie sehr, sehr bewegt und immer noch bewegt. Das ist der Konnex. Alles, was mit Israel im Zusammenhang steht, weil Ihre Kulturarbeit und auch die jüdische Hintergründigkeit, die münden ja auf Ihren Ursprung, den Sie ja offensichtlich tief im Innern, tief in der Seele so leben, dass er in Ihrem Alltag wirklich Platz genommen hat. Wie stark im Übrigen können Sie diese deutsch-israelische Zusammenarbeit begründen? Hat das einen Grund, warum Sie schier nicht loskommen von dieser unglaublich nervaufreibenden Arbeit, die ja nie, einen Anfang kennt, aber nie ein Ende? Ja, naja, das hält sich sehr im Rahmen mit dem nervenauftreibende Arbeit. Ja, das Problem ist, einen Nachfolger zu finden oder Nachfolgerin. Ich würde sehr gerne das abgeben, schon seit Jahren eigentlich, obwohl die Arbeit mir selber Spaß macht und ich das auch ziemlich mit Hilfe von anderen leicht bewältige, immer noch. Aber es ist gut, eine jüngere Generation ranzuziehen. Gibt es aber in Konstanz nicht. Es gibt immer mal wieder sehr gute junge Leute, die an der Uni sind, die einen Doktor machen, die habilitieren, die ich dann versuche hochzupäppeln sozusagen und auf diesen Amt das Amt zu interessieren und zu zeigen, wie ich es mache und zu fragen, wie sie es machen würden. Ja, und machen Sie Ihren Abschluss und da verschwinden Sie natürlich. Das ist halt hier in Konstanz eine Universitätsstadt, aber keine Industriestadt,
keine Möglichkeit für eine Karriere oder wenig Möglichkeit für Karrieren für junge Akademiker. Ja, und dann bin ich wieder alleine, also mit ein paar alte Freunde, die helfen, altgediente, würde ich fast sagen. In diesem Stadium bin ich jetzt im Moment wieder. Ich hatte zwei wunderbare jüngere Leute und die gehen jetzt, sind jetzt wieder weg. Und sehr schwierig, aber ich meine, nicht nur Deutsche Israelische Gesellschaft hat dieses Problem. Jeder Verein hat dieses Problem. Verein ist halt nicht in, würde ich sagen. Junge Menschen haben andere Sorgen zurzeit und müssen auch sehr viel mehr arbeiten und haben keinen Platz für diese Zusatzarbeit und meistens auch keine Lust. Ja, das ist das Problem der Kleinstadt. In Großstädten ist das weniger problematisch. Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, die finden, aber in Konstanz ist das einfach ein Problem. Ich weiß nicht, wie das zu lösen ist. Wenn Sie eine Idee haben, sagen Sie es mir. Also zumindest werden es meine geschätzten Zuschauer und Zuschauerinnen nun gehört haben. Es ist wichtig, dass es eine Stafettenübergabe gibt. Könnten Sie jetzt nach knapp 30 Jahren schon eine Art Fazit, eine Art Zwischenbilanz geben, was es eigentlich bewirkt, wenn man ausgerechnet in Deutschland sich mit israelischen Themen befasst oder sich befassen muss, weil es ja da offenbar etwas zu überbrücken gäbe? Ja, es ist, unsere Hoffnung ist, dass durch diese Arbeit, durch diese viele Vorträge, durch die kulturelle Events, Interesse für Israel und für Judentum und für Juden in Deutschland gemacht wird, dass sich dadurch eine liberalere und eine besser informierte Atmosphäre einstellt. Wie erfolgreich wir damit sind, wieder weiß ich nicht. Wenn wir es nicht gemacht hätten, weiß ich nicht, wie die Welt aussehen würde hier. Wir machen es und leider ist es einfach so, dass die, die zu unseren Vorträgen kommen, sowieso einverstanden und pro Israel oder pro Juden sind. Die das nicht sind, die erreichen wir nicht oder kaum, würde ich sagen. Nur mit sehr extreme revolutionäre Vorträge, die ich natürlich nicht so gerne mache, die auch in der DEG nicht gerne gesehen werden. Wenn man mal jemanden hier holt, der eine andere Meinung hat, mache ich aber, weil ich halte das für wichtig, das Risiko nehme ich. Aber auch das hat keine große Wirkung. Die Probleme liegen heute ganz anders. Die liegen heute bei sehr rechtslastigen, die liegen heute bei Querdenkern, die das normal finden, dass man Anne Frank und Sophie Scholl und ein gelber Stern mit Impfgegner näht. Also das ist für mich völlig daneben. Und die Probleme liegen natürlich auch bei den Migrationsproblemen, wobei die Menschen, die aus diesen arabischen Ländern kommen, mit Antisemitismus aufgewachsen sind. Das kann man denen nicht wirklich übel nehmen, aber man sollte sehr intensiv an der Resozialisierung sozusagen arbeiten. Das hat man inzwischen nach 20 Jahren langsam verstanden. Ich habe das vor 20 Jahren schon gesagt, aber da hat niemand zugehört. Und ob das möglich ist, ist sehr fraglich. Also wie das weitergeht, weiß ich nicht. Inzwischen haben wir auch in Konstanz einen Polizeiwagen vor der Synagoge, wenn ein Gottesdienst ist. Das ist das Resultat. Also bleibt so ein bisschen die Glückseligkeit des Art pur Art. Man macht die Kunst um der Kunst willen, delektiert sich darab und ist froh, zumindest diesen Part in ein Leben hineingebracht. Es ist nicht nur so, weil ich meine, wir sind natürlich auch, ich persönlich oder mein Vorstand, wir sind Ansprechpartner in Fälle, wenn mal was schief geht. Also wir hatten in Konstanz einen brisanten Fall im Theater. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben, aber das ist bis zur New York Times publiziert worden. Da war sehr viel Medien-Effekt oder Medienreportage im Theater. Und das
haben wir angezettelt, diese Diskussion über, also das Problem war so, ein Stück, ein Schauspielstück wurde, ich habe, es ist mir jetzt Titel gekommen, jedenfalls, man konnte reinkommen umsonst, wenn man ein Nazi-Zeichen anhatte, ein Band, oder und sonst konnte man rein, wenn man einen Judenstern aufgesteckt hat. Das war natürlich eine unmögliche Sache. Wir haben diskutiert, wir haben etc. etc. Also da hatte die EG dann eine aktive Rolle plötzlich und ist Ansprechpartner für viele. Und deshalb ist es auch gut, dass wir da sind und nicht nur ein, ja, nicht nur ein Schein. Also so eine Art Schmuck in dein Heim, eine Vase, die man abstauben kann. Schön, dass es euch gibt, aber es reicht nicht. Frau Frenk, ich freue mich, wenn Sie in die Kamera schauen, noch mehr, damit man Ihre Augen leuchten sieht. Okay. Meine nächste Frage bezieht sich auf Ihr Verhältnis zu Israel. Sie hatten ja eine ganz, ganz spezielle Art, sich mit diesem Land zu verbinden, weil Ihr Mann dort wohnte, Kraft seiner Entscheidung, und Sie pendelten mehr oder minder während, ich glaube, sogar 20 Jahren. 14 Jahre dorthin. Leider ist Ihr Mann im vergangenen Januar verstorben und Sie mussten sich damit auch abfinden, die Trauerarbeit leisten und haben doch sehr viel gezehrt von dem, was Sie verband. War das nicht ein bisschen eine eigenartige Konstellation? Hin zum Mann, zurück zu sich? Und am Schluss waren Sie ja dann vereint in Konstanz. Ich entsinne mich sehr gut, als ich Sie einmal telefonisch suchte. Ihr Mann musste offensichtlich in Konstanz gewohnt haben. Am Schluss. Ja, ja. Letzte 6 Jahre hat er in Konstanz gewohnt. Er wollte partout nicht nach Deutschland. Er ist von Zürich, ja, 30 Jahre in. Er war auch Holländer, er hat in Zürich 30 Jahre gelebt und hat von dort aus Aliyah gemacht. Gerade als wir uns wieder begegnet sind, wir kannten uns noch aus der Studentenzeit in Holland, als wir 18 und 20 waren. Er wollte Familie, ich wollte singen, das haben wir dann beide hinter uns gekriegt und dann haben wir uns über Google wieder zusammengefunden. Es hat eine Weile gedauert. Inzwischen hat er also Aliyah gemacht und das war für mich auch sehr interessant, weil ich wollte eigentlich immer nach Israel, aber ich habe es eigentlich nie geschafft. Mein Lebensweg ist immer woanders hingegangen, dann nach Amerika, dann nach Konstanz. Und Israel ist ein sehr kleines Land, für eine Sängerkarriere nicht unbedingt geeignet, egal was man singt. Und jetzt, damals war ich so um die 50, da war das genau der richtige Moment. Ich habe viele Freunde und viele alte Freunde, noch Jugendfreunde, die in Israel wohnen. Ich bin eigentlich dann sehr gerne hin, immer so auch mit dem Hintergedanke, ob ich auch dahin gehe und hier aus Deutschland weggehe. Da habe ich mich dann dagegen entschieden. Und zwar deshalb, weil ich da kein Netzwerk hatte und auch nicht so schnell ein Netzwerk aufbauen konnte. Ich habe ja ein bisschen ein Netzwerk aufgebaut in Gesangskreisen, aber die haben nicht auf mich gewartet sozusagen. Ich spreche die Sprache nicht. Und ich habe immer die Angst gehabt, wenn er stirbt und ich sitze dann alleine in Israel und ja, was mache ich dann? Und hier, bin ich auch alleine, aber ich bin nicht alleine hier, weil jeder mich kennt, weil ich sehr viele, weil ich ein Netzwerk habe. Und das war also eine gute Entscheidung, weil das Netzwerk in Israel, das waren alles Leute von unserem Alter und es ist erschreckend, wie schnell das auseinandergefallen ist durch Krankheit, Tod, andere Sachen. Ja, das war eine richtige Entscheidung. Reden wir doch über die jüdische Gemeinschaft, die Sie mitträgt oder die Sie aktiv selber mittragen. Wie überall, und das ist ja das Interessante, wo immer es Juden hinverschlagen hat, aus historischen oder anderen Gründen, gibt es verschiedene Lagerbildungen und so weiter. In Konstanz gibt es eine Synagogengemeinde und auch noch eine als eingetragener Verein
funktionierende liberale Gemeinschaft. Sie gehören zu letzterer. Ist das auch so ein Entscheid, der mit Ihrem Spirit abgemacht werden musste? Ja, als ich nach Konstanz kam, war die jüdische Gemeinde, israelitische Kultusgemeinde, wie sie sich nennt, ziemlich liberal. Also wir hatten einen liberalen Rabbiner, der Peter Levinson, wohl bekannt. Und Männer und Frauen saßen nebeneinander, das war überhaupt kein Problem. Im Laufe der Jahre hat sich die Gemeinde nach rechts verlagert. Warum, ist eine andere Geschichte, ist nicht so wichtig. Und das macht es für mich immer schwieriger, da mitzumachen. Männer und Frauen wurden getrennt, Frauen haben sowieso nichts zu sagen. Die Rabbiner nach Peter Levitsons Pensionierung wurden immer religiöser und immer orthodoxer und immer intoleranter. Und daraufhin ist also die liberale Gemeinde entstanden, hat einige Jahre sehr gut funktioniert und wurde dann von der IRG, der Israelitische Religionsgemeinschaft Baden, zerschlagen, weil man hier eine Einheitsgemeinde pflegt und eine Einheitsgemeinde hier heißt, ihr seid alle willkommen, wenn ihr so macht, wie wir wollen. Das ist die Idee der Einheitsgemeinde von der IRG in Baden. Und das geht natürlich nicht. Eine Einheitsgemeinde ist, wenn oder Synagogengemeinde, wenn beide das machen können, was sie wollen. Bei uns sitzen Männer und Frauen zusammen, bei uns werden Frauen zu Torah aufgerufen. Aber eine normale Masorti, liberale Gemeinde, bei den Orthodoxen geht das nicht. Ja, dann braucht man halt zwei Räume und zwei Rabbiner und zwei von allen. Jetzt haben sie in Konstanz eine neue Synagoge gebaut, Mitte in der Stadt, viel zu klein, viel zu eng, viel zu gefährlich, weil es Security unmöglich da ist, weil es in so kleine Gasse ist. Das haben wir alles, die Vorsitzende der liberalen Gemeinde, Frau Jonek und ich, vor 10, 12 Jahren vor der Gemeinderat und überall gesagt, darauf wurde nicht gehört. Und jetzt steht das Ding da und wir können nicht teilnehmen. Wir können schon teilnehmen, wenn wir der Gottesdienst so machen, wie die Orthodoxen das wollen oder machen, pflegen. Und wobei, das wollen wir nicht. Wobei ich kenne diese Synagoge auch von innen. Ich habe gesehen, dass es einen extra Raum gibt für ihre Bedürfnisse. Und der St. Galler Rabbiner Tuvia Ben Chorin wäre ja als ihr geistiger Führer dorthin gegangen, aber irgendwie scheint das nicht aktiviert worden. Nein, also einmal haben wir einen Gottesdienst gehabt, dann kam Corona, dann ging gar nichts mehr und jetzt ist der Raum viel zu klein, natürlich für 15 oder 20 Leute braucht man im Moment dreimal so viel Platz mit Corona-Regeln und das gibt es. Sie haben den Raum vielleicht gesehen, der ist klein, der ist nicht eingerichtet. Da stehen ein paar alte Bänke, die sie nicht wusste, wo sie die anders hinstellen sollten. Und damit hat sich die Sache. Und dann ist das Problem von der Kiddush, wir wollen einen eigenen Raum haben, wo wir zusammensitzen können, weil ein Teil des Treffens ist ja auch die Freude, miteinander zu sprechen. Das geht nicht, wenn beide Gemeinden zusammen sind, weil der Lautpegel dann zu hoch ist und wir keine private Atmosphäre da haben. Also es ist ziemlich hoffnungslos. Sie wollen uns auch keinen Schlüssel geben und im Grunde wollen sie uns nicht. Also lapidar ausgesprochen, um das zu resümieren, es ist, wie es ist und dürfte sich in absehbarer Zeit nicht ändern. Es ist mehr als eine Provinzpose. Auch ein bisschen schade, aber man hat sich nicht wirklich gefunden unterm selben Dach. Allerdings, die Probleme sind dieselbe, egal welche religiöse Ausrichtung man anhängt. Sie haben die Sicherheitsprobleme angesprochen. Und ja, man hockt im selben Boot. Man liegt sozusagen in derselben Tinte. Wie ist das Empfinden über die Sicherheitslage im Südwesten Deutschlands? Hält sich das noch irgendwie in Maßen, in Berlin und so, fühlt man sich nicht unbedingt wohl als Jude in der Öffentlichkeit, zumindest nicht in der Innenstadt oder in gewissen Quartieren.
Ja, also Gott sei Dank, bis jetzt haben wir in Konstanz keine Probleme gehabt. Aber, also ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Ich habe diese Chalupia. Ich zeige es Ihnen. Hier. Chanukka Eine ist, wie schöne. es bekannt wird, ein Leuchter, der zu Ehren des achttägigen Lichterfestes, das im Dezember stattfindet, entzündet wird. Jeden Tag eine Kerze. Genau. Was hat es für eine Bewandtnis mit diesem wunderschönen Leuchter, den Sie gezeigt haben? Also erstes Mal kommt es aus meinem Elternhaus und mein Vater hat damals eine Gemeinde in Rotterdam dieses Modell in groß, sehr groß bei der Eröffnung der Synagoge geschenkt. Und ich habe ein Chanukia stellt man eigentlich immer am Fenster, traditionsgemäß. Und ich hatte den immer hier am Fenster. Und seit einigen Jahren steht er nicht mehr am Fenster, aber steht er da hinten. Nicht, weil ich mich bedroht fühle, aber weil ich meine, ich muss ja keinen Anlass geben. Ich will nicht die Erste in Konstanz sein, die einen Stein durch ein Fenster kriegt, weil da ein Chanukia steht. Und das wird hier beobachtet. Also ich kriege manchmal Anruf von früheren Schülern und es ist, Ruth, wohnst du noch da? Ja, wieso? Ja, ich sehe die Chanukia nicht mehr. Also es ist nicht so, dass es niemand das bemerkt hat. Das ist traurig. Aber ich diskutiere es auch manchmal mit der oder jenige, aber ich bleibe bei meiner Meinung. Ich muss ja nicht, ich habe keine Angst. Ich bin sehr in der Publizität. Alle wissen, dass ich Jüdin bin. Alles okay. Aber ich muss ja kein Risiko laufen, sozusagen. Nicht? Ich muss nicht sagen, jetzt guck mal. Ja, natürlich, es ist eine Art pragmatische Anpassung an Möglichkeiten, die sich ergeben, um ungeschoren davonzukommen. Aber eben diese Vorsichtsmaßnahme ist tief innen und ein Entscheid. Ich möchte nun über die Problematik sprechen, wie man nicht nur ein jüdisches, sondern auch ein Berufsleben aufrechterhalten kann in dieser doch von großen Wirrnissen durchzogenen Zeit, die von Covid geprägt wird. Sie haben ja, weil Sie eine Kämpferin sind, nie aufgegeben, Ihre Kenntnisse weiterzugeben und haben sich in diese Technologie eingearbeitet und arbeiten digital. Es ist aber nicht dasselbe. Wie kommen Sie zurande, wenn Sie Gesangsunterricht und so weiter erteilen müssen? Es ist wahrscheinlich schon mit ein paar Widrigkeiten verbunden. Wie überwinden Sie sie? Ja, also das ist alles gar nicht, es hat alles Vor- und Nachteile, ne? Wie meiste Sachen im Leben. Der Vorteil ist, meine Schüler kommen von weiter weg. Die müssen nichts und brauchen keine Stunde, um nach Konstanz zu kommen, brauchen keinen Parkplatz suchen und sind in einer Stunde fertig, statt dass sie einen halben Tag benutzen. Das ist ein großer Vorteil und der Unterricht wird jetzt auch mal so stattfinden, also geteilt. Der Nachteil ist natürlich, dass man nicht die Schüler berühren kann. Man muss alles sagen über Bilder und über zeigt mir mal das, zeigt mir mal jenes. Das Problem ist auch, wenn der Schüler kein schnelles Internet hat oder keine gute Ausstattung, dann wird es schwierig. Aber die meisten meiner Schüler haben das und waren sehr froh, in diese Corona-Zeit weitermachen zu können. Der Erfolg war, dass ich 6 Wochen nach meiner zweiten Impfung ein Konzert mit denen geben konnte. Das war letztes Wochenende. Das hatten wir natürlich irgendwie schon ein bisschen vorbereitet im Kopf und wussten nicht, wann wir es machen konnten. Ja, ich unterrichte sehr gerne wieder live, aber es war auch sehr gut, das online zu machen. Und ich habe ja auch Schüler. Ich habe einen Schüler, der war in Stuttgart und der hat jetzt ein Engagement in Flensburg. Also es ist egal, ob ich ihn von Flensburg oder von Stuttgart aus unterrichte, es bleibt gleich, nicht? Es hat die Welt sehr verändert, auch in dem Unterricht. Und die Kollegen, die sehen das ähnlich. Wir reden hier einige viel drüber und
Da sind auch so viele positive Rückmeldungen diesbezüglich. Manche Schüler wollten nicht. Und okay, dann haben sie jetzt pausiert. Man kann es nur anbieten, nicht? Mimik und Gestik und die Atmosphärik, die Atmosphäre dazu ist natürlich sehr wichtig, um zu wissen, mit wem habe ich es zu tun. Ja, Mimik sieht man ja. Man sieht ja das Gesicht. Man sieht sehr gut das Gesicht. Man sieht es besser, als wenn der Schüler 5 Meter weiter von einem steht. Ich sehe genau, wenn die Zunge runtergeht oder nicht. Wenn er da steht, dann merke ich das schon, aber nicht so konsequent. Also dafür ist es dann etwas schwierig, im Becken zu sehen. Und so. Aber im Grunde haben alle sehr viel Fortschritt gemacht. Also das war ganz gut, dass wir das weitergemacht haben. Trotz dieser Angewöhnung an diese technologischen Neuausrichtungen, sehnen Sie sich nach dem normalen frontalen Unterricht? Naja, ich mache jetzt wieder normal frontal. Sehnen kann ich nicht sagen. Problem mit dem Online-Unterricht ist auch die Begleitung, weil das ja immer das musikalische Teil, das leidet ein bisschen, weil die Übertragungszeit immer 2 Sekunden verzögert. Und dann ist man immer nachher. Aber auch das kann man auffangen, wenn man da Gewohnheit hat, die Gewohnheit hat. Korrepetition ist einfach schwierig online zu machen. Es geht aber nicht fantastisch. Also das ist wieder ein Vorteil, ein Nachteil, ein Vorteil von dem Live-Unterricht. Aber es ist beides gut. Es war ja bei den Zoom-Meetings auch so, nicht? Es hat Vorteile gehabt, weil zu einem Zoom-Vortrag Leute von überall dazu kommen konnten. Und wenn live hier in Konstanz, dann kommen vielleicht 30 Leute und auf Zoom hatten wir 50 Leute. Ist natürlich schöner, die Leute zu treffen, Fragen zu stellen, locker und nachher in die Kneipe zu gehen. Das ist einfach netter. Aber das andere geht auch. Digitale Freuden halten sich ein bisschen in die Grenze. Man kann sie nicht richtig greifen. Ich möchte zurückkommen, Frau Ruth Frenk in Konstanz, Gesangspädagogin und eine Frau von Kultur in jeglicher Richtung. Wie erachten Sie nach knapp 50 Jahren, während denen Sie das deutsche Judentum beobachten, Ihre Gemeinschaften, Ihre Strukturen, Ihre Ausrichtung, wie ordnen Sie dieses Leben heute ein mit über 100 Gemeinden in Deutschland, aber doch auch Wolken am Firmament, schwarze Wolken, die auch aufzeigen, wo die Grenzen der Möglichkeiten der Entfaltung zu sehen sind. Und zwar nicht nur die demografische Dimension, sondern auch die der persönlichen Befindlichkeit. Könnten Sie das in ein paar Sätzen zusammenfassen? Die deutsche Gemeinschaft der letzten knapp 50 Jahre. Sie sind ja einer der wenigen Personen, die der deutschen Sprache mächtig ist. Sie kommen ja nicht als Kontingenzflüchtling von der ehemaligen Sowjetunion und insofern sind Sie näher dran an der Kultur und könnten das wahrscheinlich auch sehr treff in Worte fassen. Jein, also ich bin hier natürlich ein bisschen isoliert sozusagen in Konstanz und nur hier beschäftigt mit was sich hier so abspielt, das habe ich ja schon erzählt. Ich höre, was in Stuttgart ist, ich höre manchmal, was in Berlin los ist. Ich lese die Jüdische Allgemeine und kriege da Informationen, sonst kann ich das nicht so richtig beurteilen. Die Lage hat sich einfach geändert. Die Immigration, diese russische Immigration ist vorbei und die Menschen sind teilweise sehr alt und die Kinder sind assimiliert und die sind mehr in der Großstädte aktiv, hier kaum spürbar, also eigentlich gar nicht. Und deshalb, ich habe eigentlich jetzt nicht mehr, ich gehe nicht, bis jetzt war ich noch nicht in diese Veranstaltung von Zentralrat und so, weil ich da weder Zeit noch Lust zu hatte. Deshalb kann ich eigentlich
da keine Antwort geben. Ich habe ja vorher schon erklärt, dass die Lage sich sehr geändert hat und wo die Aggressivität Juden gegenüber zu Ausdruck kommt. Aber ich kann Ihnen keinen Bericht geben über, wie das jetzt mit dem Judentum in Deutschland ist. Ich sehe es persönlich als ziemlich negativ. Also ich glaube, ehrlich gesagt, ich habe gestern zufällig den Landrat hier getroffen, den früheren Landrat, und habe mir gefragt, was ich da davon halte. Und dann habe ich gesagt, sie hätten statt eine Synagoge besser einen Kammermusiksaal bauen können. In 20 Jahren wird es ein Museum sein. Das hört ihr natürlich nicht gerne, weil Konstanz braucht ja seine Synagoge, nicht? Sie sind sehr stolz auf die Synagoge. Ob das jetzt inhaltlich sinnvoll ist, ist wieder was anderes. So, das sind so die Probleme, also die verschiedene Ziele, die man gehabt hat. Konstanz ist froh, wieder eine Synagoge zu haben, weil die Synagoge, die sie hier hatten, ist ja in der Kristallnacht, Pogromnacht verbrannt. Und es hat sehr lange gedauert, bis sie wieder zu einer Synagoge gekommen sind. Aber ob das jetzt sinnvoll ist, ist eine andere Sache. Kommen wir in einer Schlaufe sozusagen zu einer Schlussbetrachtung, Frau Ruth Frenk in Konstanz. Jegliche jüdische Gemeinschaft, und natürlich nicht nur in Deutschland, ist natürlich abhängig von der Umgebungsgestaltung, der atmosphärischen und der Art und Weise, wie man mit den Juden umgeht. Nicht nur vom Verhalten der Juden ist es abhängig, ob es der jüdischen Gemeinschaft gut geht. Wenn Sie Deutschland betrachten als weltläufige Dame von Kultur, die viel herumgekommen ist, die ein offenes Herz hat, die verschiedene Sprachen spricht, die weit über den Tellerrand hinausgeblickt hat, über den Horizont und auch gegenteilige Lebensentwürfe von Staaten erblickt und wahrscheinlich eingeordnet hat. Wie würden Sie Deutschland dieser Tage betrachten? Nicht, weil Sie es gut oder besser haben möchten, sondern sozusagen subjektiv, objektiv. Was für ein Deutschland sehen Sie, in welchem Deutschland leben Sie? Entspricht es Ihnen, dieses Deutschland, oder sollte es sich, ich sage es einmal ein bisschen provokant, in Anführungszeichen, schleunigst ändern? Tja, schleunigst ist gut. Also Sie haben es nicht geschafft, seit 1945 viel zu ändern. Wieso sollen Sie jetzt was ändern? Also es ist skandalös, es ist sehr viele Gesetze noch aus der Nazi-Zeit, die angewandt werden, nicht gegen Juden, aber überhaupt was Gesetze, die nicht aktualisiert sind, die nicht neu durchdacht sind. Und es gibt viele furchtbare Sachen, zum Beispiel, dass die Rente von russischen Einwanderern nicht anerkannt wird und dass sie in sehr arme Verhältnisse vom Sozialstaat abhängig sind, während das von deutschstämmigen Russen ja anerkannt wird. Das ist auch eine Art der Diskriminierung. Volker Beck kämpft dafür seit vielen Jahren und ohne Resultat. Und so gibt es sehr, sehr viele Sachen, was in der Medizin und in der Vergangenheit von der Rechtsstaat nicht aufgearbeitet ist. Das bringt einen zum Verzweifeln und macht so, dass man sich da eigentlich nicht identifizieren kann. Das Problem heutzutage ist, wo geht man denn hin? Gut, man kann nach Israel auswandern, da haben wir schon drüber gesprochen, das hat dann andere Probleme. Ja, die ganze Welt ist etwas ungemütlich geworden. Und da muss ich sagen, dass ich sehr glücklich bin, in Konstanz zu wohnen. Das ist so eine kleine Bubble. Hier ist die heile Welt, ist noch ein bisschen da. Und ob das jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich nicht, aber es ist sehr angenehm. Ich kenne ja die Altstadtgasse, in der Sie wohnen, wirklich sehr schön eingebettet und man könnte sich dort
einkuscheln. Und nun ganz zum Schluss, Frau Ruth Fränkin Konstanz, Ihr ganz persönlicher Lichtblick über die Begabungen, die Sie heute noch aktiv leben dürfen und von denen Sie sich natürlich erhoffen, dass Sie noch viele Menschen erreichen mögen. Wo besteht Ihr Lichtblick? Weil ich denke, aktive Leute, die bleiben so lange aktiv, wie sie die Beine tragen. Ja, also mein wirkliches Lebenselixier ist der Gesang und die Gesangsschüler. Ich habe sehr treue und auch sehr begabte Schüler und Schüler mit einem besonderen Tenor, mit einer sehr guten Möglichkeit für eine sehr gute Karriere und dem zu begleiten, auch meine anderen Schüler zu begleiten. Das gibt einem natürlich einen Grund zum Leben, einen Sinn des Lebens, eine Freude auch. Und die Kraft, die ich darauf ausschöpfe, kann ich hoffentlich auch auf andere Ebenen um mich herum verbreiten. Mit Verlauf, Frau Ruth Fränkin Konstanz, Sie haben über das Atmosphärische genau das übertragen, wovon Sie jetzt sprechen. Es war mir eine Freude, ein Vergnügen, mich zu unterhalten über Dinge, die nicht nur ganz einfach sind, aber die Sie persönlich betreffen, von denen Sie gefühlsmäßig manchmal eingeholt werden. Und es ist natürlich auch eine Genugtuung, wenn man seinen Platz an der Sonne findet. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Sie hier Goldberger TV oder Arutztik Schoret schauen, Arutztik Schoret Goldberger Schweiz, der Spartensender, der sich mit dem Leben von Juden, Jüdinnen in der deutschsprachigen Diaspora-Region befasst, also in der Schweiz, Deutschland und Österreich und sowie mit Israel. Auch heute wieder hatten wir ein Gespräch, das rundum beleuchtete, was Leute mit Verlaub, auch von Rang und Namen, das Leben im heutigen Europa bedeutet. Und ich weiß mich sehr verbunden mit Ihnen, dass Sie sich diesen Fragen gestellt haben, die ich ja nicht am Anfang Ihnen schon verraten habe. Es ist eben auf diesem Sender das Schöne daran, man weiß nie, wohin man abzielt. Es kommt, wie es kommt. Es wird auch nichts gekürzt oder schön gefärbt. Und ich denke, dadurch wird diese Glaubwürdigkeit gewahrt. Und Sie waren ein Teil dessen, was mir persönlich sehr Freude bereitet hat. Wenn Sie noch ein paar Abschlussworte sprechen möchten, Frau Fränk, dann lade ich Sie jetzt ganz herzlich ein. Ja, Herr Goldberger, ich danke Ihnen für Ihre Geduld und Ihre Vorbereitung für dieses Gespräch. Das war ein bisschen chaotisch, aber wir haben es doch geschafft. Ich freue mich und ich hoffe, dass es ein paar Leute interessiert. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Danke vielmal und Sie, die Sie beim Sender reingeschaut haben, tun Sie es wieder, schenken Sie sich ein Abonnement und auf Wiedersehen bis zur nächsten Sendung in alter Frische.